Also in jedem Falle kann man sagen, feige war er nicht. Also wer sich also mit dem größten damaligen Reich der Erde anlegt, dem Römischen Reich, der muss schon entweder sehr tollkühn sein oder eben halt Mittel haben, mit denen er glaubt, dieses Reich besiegen zu können. Als Verräter muss man ihn einfach bezeichnen, also auch von römischer Seite her natürlich, weil es gibt, glaube ich, nichts Schandbareres, als den eigenen Gastfreund in eine Falle zu locken und ihn hinterrücks nicht zu überfallen. Wenn Varus unerfahren oder unfähig gewesen wäre, hätte es Arminius leichter gehabt. Aber wir wissen jetzt durch neueste archäologische Funde, dass Varus schon lange vor dem Einsatz in Germanien eine Legion im Alpenfeldzug kommandiert hat. Das heißt, er wusste Bescheid über die Länder des Nordens. Er war einer der besten Statthalter, die man sich vorstellen kann. Er war jemand, der in der Lage war, mit sehr vielen unterschiedlichen politischen Gegebenheiten umzugehen. Und so gesehen, also haben sich Tiberius und Augustus sehr wohl überlegt, wen man da nach Germanien schickte, um dieses schwierige Land zu regieren. Wie es sich für ein Imperium gehört, das heißt souverän. Statt der 3 verlorenen Legionen hat man 6 an die Rheingrenze geschickt. Man hat sie unter das Kommando des Tiberius gestellt, des besten Feldherrn, der verfügbar war. Und man hat natürlich sofort überlegt, wie man des Arminius habhaft werden konnte. Das heißt, man hat natürlich also den Gesichtspunkt der Rache ausgeschöpft und durch 3 oder 4 weitergehende Feldzüge versucht, dieses Germanien wieder zu erobern, das Prestige zurückzugewinnen und die Scharte auszuwetzen. Was die Römer geschafft haben, das war an einem bestimmten Punkt zu sagen, es reicht, wir haben genügend Prestige, wir haben also genügend gezeigt, dass wir in der Lage sind, letztendlich doch zu siegen, wenn wir das wollen, aber das Risiko des letzten Angriffs, das gehen wir nicht ein, weil wir auf die Art und Weise mehr verlieren könnten, als wir gewinnen würden. Und es gibt ein schönes Wort von Augustus, der einmal gesagt hat, es gibt nichts, was so sinnlos ist wie ein Fischer, der mit einem goldenen Angelhaken fischt. Weil egal, was er fängt, wenn er jemals diesen Angelhaken verlieren würde, es stünde überhaupt nichts für das, was er eben halt dafür bekommen könnte. Und an einem bestimmten Punkt hat Tiberius einfach begriffen, dass die Gefahr, dort in Germanien wieder ein ganzes Heer zu verlieren, größer ist als der Gewinn dieses Landes. Und das ist etwas, was ich mir denke, Imperien irgendwann einmal lernen müssen, dass sie in der Lage sind, das Risiko-Gewinn-Verhältnis richtig zu bestimmen. Und das haben die Römer in diesem Punkt sehr gut bestimmen können.